Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier bei Metalizer. Was soll ich sagen? Der Warehouse-Simulator ist da. Und ich bekomme ab und an mal Keys angeboten für das ein oder andere Spiel. Und meistens schaue ich es mir so an und sage halt eben so, hey, yo, passt oder passt halt eben nicht. Beim Warehouse-Simulator habe ich es mir angeschaut und dachte so, hey, das sieht eigentlich ganz cool aus. So, ich bin halt Simulator-Fan, mache ich eigentlich gerne. Schaue ich mir mal an, habe gesagt, ja, alles klar, mache ich, stelle ich gerne vor. Vielen Dank auf jeden Fall für den Key an der Stelle. Aber was soll ich sagen? Das Spiel selber befindet sich noch in einem sehr, sehr, sehr frühen Stadium. Und es ist sehr holprig. Sehr holprig trifft es, glaube ich, sehr gut. Man kann die Kamera leider noch nicht invertieren, wenn man auf dem Gabelstapler sitzt. Die Grafikeinstellungen werden scheinbar nicht übernommen. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass sich grafisch etwas verändert. Und auch als ich neu da reingegangen bin in die Option, waren die Einstellungen vom Anfang wieder da. Naja, aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. Ich möchte das Spiel trotzdem vorstellen. Wie gesagt, es ist im Early Access. Der Entwickler weist auch explizit darauf hin, hey, das Spiel findet sich im Early Access. Wenn ihr das Spiel kauft, dann unterstützt ihr damit die Entwicklung und könnt eigene Ideen zum Spiel mit einbringen. Von daher ist es eigentlich eine feine Sache und das Ding hat Potenzial. Keine Frage. Ja, und nicht lang schnacken, Korb in den Nacken. Wir haben vier verschiedene Kameraperspektiven, wenn wir im Gabelstapler sitzen. Das heißt einmal die Außenansicht, dann die First-Person-Kamera, wo wir selber drin sitzen. Dann haben wir vorne am Gabelstapler an den beiden Forken haben wir eine Kamera und eine etwas höher gelegene Kamera. Bei der First-Person-Kamera ist es so, dass wenn wir nach links oder rechts lenken, sich der Kopf auch mitbewegt. Und auch wenn wir den Lift ein wenig erhöhen, also den Gabelstapler ein bisschen nach oben packen, dann geht der Kopf irgendwie auch mit. Also wir können uns nicht, zumindest habe ich es nicht rausgefunden, frei im Gabelstapler umsehen, wenn wir in der First Person sind. Ja, und was macht man so den ganzen Tag alleine im Warehouse, außer sich vielleicht irgendwelche Gruselgeschichten zu überlegen? Man verlädt Waren. In dem Fall haben wir hier ein paar Boxen angeliefert bekommen, die behandeln wir so, als wenn es irgendwie komplett zerbrechlich wäre. Packen die auf unseren Gabelstapler drauf, laden das Ganze ein bisschen auf, fahren ein Stück zurück, dass der LKW wieder wegfahren kann. Oder auch nicht wegfährt, weil im Early Access bleibt er da einfach stehen und die Boxen respawnen. Also es geht dann halt so ein Gatter runter. Und dann ist der LKW quasi, er ist noch da, aber er wird dann nochmal neu beladen. So. Und dann können wir uns überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit der Palette, die wir hier haben. Wir können sie zum einen hier in die Regale, da können wir sie zwischenlagern. Oder aber, wenn wir einen Auftrag haben, dass wir zum Beispiel die Boxen zum Export bringen sollen, dann können wir doch ganz vorsichtig hinfahren und die dann in den LKW reinladen. Dafür bekommen wir dann Erfahrungspunkte und Geld. Ja, mit dem Geld können wir uns dann halt irgendwelche Upgrades fürs Warehouse kaufen. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist halt sehr wackelig und eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist beim Abladen, man muss relativ schnell abladen, ansonsten schließt sich nämlich gleich das Tor, das sehen wir ja auch gleich nochmal, und das kann für den Gabelstapler unter Umständen ein wenig schmerzhaft sein. Und mit ein wenig schmerzhaft meine ich, dass wir dann da reinglitschen und Schwierigkeiten haben rauszukommen. Hier war es ziemlich knapp, da hat es gerade noch so geklappt, aber auch das müsste man vielleicht im Early Access nochmal ein wenig überarbeiten. Ja, und was ich meine, sieht man hier sehr gut. Ich habe versucht, hier ein paar Ölfässer rauszufahren und habe die wohl nicht richtig gegriffen bekommen. Also sie lagen nicht wirklich vorne auf den beiden Gabeln drauf. Das Spiel hat aber wohl gesagt, hey, du hast die Palette gegriffen, herzlichen Glückwunsch. Wir schließen das Tor jetzt einfach mal spontan. Und naja, ich wollte ein bisschen nachjustieren, was dann passiert. Naja, war nicht so cool, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, auch das ist halt, es ist halt die erste Version, die veröffentlicht wurde. Und mit neuen Updates wird sich das sicherlich nochmal ändern. Vom Grundprinzip her ist es halt schon wirklich eine coole Idee. Ja, und die Palette backt dann halt da fest. Und naja, ich konnte sie auch dann nicht mehr wirklich greifen. Sie stand dann schräg im LKW und ich habe mir gedacht, so, hey, das ist ja eine Anlieferungszone. Ich muss das auch eigentlich da rauskriegen, damit neue Ware nachgeliefert werden kann und ich Missionen machen kann. Ja, und das war halt dann nicht ganz so cool. Ich habe es dann irgendwie gelöst bekommen mit so ein bisschen hin und her probieren und ja, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Neben den regulären Missionen können wir natürlich auch den Lagerbestand bzw. den Warenbestand in unserem Lagerhaus ein wenig füllen. Und zwar haben wir jetzt hier eine Palette mit Kaffee,
Die habe ich dann mal nach ganz oben verfrachtet. Bin vorsichtig reingefahren, also man muss ein bisschen Fingerspitzen und Feingefühl haben. Dann kann man die Palette auch wunderbar abstellen und ja, man bekommt dafür dann eben entsprechend Erfahrungspunkte. Wenn wir das Lagerhaus verlassen wollen, können wir das tun, indem wir an unseren Laptop hier rangehen und uns bei den Jobs umschauen. Ab Level 3 erhalten wir die Möglichkeit, ein Package auf unseren Pickup raufzuladen. Und damit kommen wir dann aus der Lagerhalle raus. Und in dem Fall mussten wir ein paar Hühner transportieren. Diese Hühner laden wir auf unseren Pickup auf, dann steigen wir in den Pickup ein und transportieren die Hühner dann eben entsprechend zu ihrem Bestimmungsort. Es soll wohl in Zukunft auch noch die Möglichkeit geben, einen Zug zu beladen. In der Version hier, also in der ersten Version, die ich jetzt gespielt habe, war der Zug noch nicht implementiert. Im Trailer habt ihr aber auch schon einmal kurz den LKW gesehen und ich war hier mit den Hühnern ganz vorsichtig. Ich hatte halt Angst, dass die vielleicht noch ein paar Eier gelegt haben und die Eier runterfallen, dann kaputt gehen. Und mit lebender Ware sollte man sowieso sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen. Von daher habe ich hier äußerste Sorgfalt bzw. äußerste Vorsicht walten lassen, um da nicht irgendwie etwas zu beschädigen bzw. ein Tier zu töten oder das in Stress zu versetzen. Ja, wenn alles erledigt ist, können wir mit dem Pickup losfahren. Wir erhalten dann auf der Karte ein paar Wegmarkierungspunkte und fahren dann die Palette zu ihrem jeweiligen Bestimmungsort. Was ganz cool ist, also wir sind auch nicht nur im Lagerhaus alleine, wir sind auch, so wie es aussieht, in dieser gesamten Welt alleine. Also das heißt, wir haben die Straßen komplett für uns. Ich habe keine anderen NPCs, Menschen, sonst irgendwas gesehen. Und man kann schon ziemlich Vollgas geben, um ehrlich zu sein. Die Fahrphysik ist dafür in dem Pickup sehr, sehr gut. Das funktioniert schon wirklich gut und ich hatte da keinerlei Probleme, die Ware an ihren Bestimmungsort zu bringen. Es wird wohl im späteren Verlauf auch noch eine Stadt geben, die wir dann beliefern, was ich persönlich sehr cool finden würde. Was ich mir auch wünschen würde, wären nochmal andere Lagerhäuser, andere Fahrzeuge, vielleicht auch ein paar NPCs oder so, die einfach so ein bisschen, damit so ein bisschen Leben ins Spiel reinkommt. Es wirkt halt alles, ja, tot. Als wenn wir in einer Apokalypse unterwegs wären. Dabei ist es ja eigentlich ein Warehouse-Simulator. Genau, und es gibt wohl auch verschiedene Bestimmungsorte. In dem Fall jetzt hier sind wir mit unserem Pickup losgefahren, haben dann die Hühner abgeladen bzw. eingeparkt und wurden dann einfach so, man mag es kaum glauben, zurückteleportiert ins Lagerhaus. Ja, Mensch. Und wir haben den Job erfüllt, Erfahrungspunkte bekommen und ein wenig Geld mit dazu. Ja, das war im Übrigen das Vorstellungsvideo zum Warehouse-Simulator. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls nicht, einen Daumen nach unten. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann drückt doch gerne den Abo-Button. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, schöne gute Nacht. Wie auch immer ihr möchtet. Und ja, bis zum nächsten Video. Euer Metalizer.